Hallo zu einer neuen Folge Dying Light, wo der Doktor in der letzten Folge entführt wurde und ja, weil der Rais ja wohl anscheinend ein bisschen sauer ist, dass wir seine Schule überfallen haben und ein bisschen C4 gestohlen haben. Ja, das will er uns jetzt heimzahlen, aber das lassen wir nicht zu. Wir werden den netten Herrn jetzt retten gehen, aber erst verteilen wir unsere Fertigkeiten. Haben wir denn? Da haben wir eins über und bei Überlebensrang haben wir eins über. Was haben wir denn hier so? Waffenliebhaber. Sie lernen, wie sie Waffen effizienter einsetzen. Nahkampfwaffen halten länger. Ground Pound. Ein kräftiger Schlag auf den Boden bringt ihre Feinde zu Fall. Drücken Sie zum Ausführen Steuerungstaste, während sie in der Luft sind. Auch nicht schlecht. Haben wir noch? Panzerhaut 2. Panzerhaut 1 hatten wir ja schon. Panzerhaut 2, wenn sie fitter werden, können sie noch mehr Schaden absorbieren. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Deswegen werden wir das auch mal tun. Und beim Überlebensrang können wir, was können wir denn? Eloquent, feilschen Sie besser. Ladenpreise sinken um 10%. Elektriker Salsa, lernen Sie, wie man die Elektrozaunfalle einsetzt. Ich weiß es nicht ganz genau. So viele Elektrozäune hatten wir jetzt noch nicht. Oder wir haben sie einfach übersehen. Das kann auch sein. Das Durchsuchen von Leichen nimmt weniger Zeit in Anspruch. Finde ich unnötig. Wir hatten da noch keine Probleme mit. Und Selbstschutz. Lernen Sie, wie Sie ein Schild herstellen und ihn im Kampf einsetzen. Das haben wir hier. Explosives Hobby. Lernen Sie, Bomben herzustellen, die Infizierte anlocken und zusätzlich zur Explosion Folgendes bewirken. Maximal Explosionsschaden, maximal Bluten und Gift. Das hört sich doch gut an. Stellen wir Bomben her. Werden wir zum Bastler. So, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den, die haben gelernt, Unlockbomben mit maximalem Explosionsschaden herzustellen. Schrapnell-Unlockbomben. Ah ja, okay, das sind wieder diese verschiedenen, wie wir das auch bei den Granaten schon haben. Aber erstmal gucken wir jetzt, dass wir den Dr. Zera finden. Wir haben übrigens auch in der letzten Folge eine Waffe gefunden. Eine schöne Waffe. Und zwar diese hier. Wir haben da allerdings leider nur noch zwei Schuss für über und das ist relativ wenig, wenn wir davon ausgehen, dass wir wieder von Zombie-Horden überrannt werden oder uns vier Gegner von den Leuten da gegenüberstehen. Ist nicht ganz so schön, aber wir versuchen, vielleicht finden wir ja zwischendurch noch Munition oder können irgendwo Munition kaufen. So, erstmal wollen wir wieder die Nachtsicht haben. Das ist wichtig. Das flackert aber auch hier alles. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh ja. Da müssen wir hin. Dann versuchen wir das doch mal. Hier sind natürlich überall schon wieder diese Albträume, denen wir ja so gut es geht aus dem Weg gehen wollen, müssen. Ich weiß nicht, kann man denen überhaupt entkommen oder? Also, ich meine, wenn man mitten in der Welt hier draußen ist. Was haben wir hier? Oh, das ging ja schnell. Ich hoffe, du bist auf dem Weg zum Eisstützpunkt. Vielleicht finden wir hier ja ein bisschen nützliches Zeug. Kekse, lecker. Kekse sind immer gut. So, jetzt aber weiter. Unser Trank ist jetzt gleich auch zu Ende. Dann müssen wir schon wieder einen neuen trinken. Machen wir mal direkt. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass sie nur so kurz in Anführungsstrichen halten. Gut, wir können auch natürlich viele davon auf einmal herstellen. Also gleicht sich das dann schon irgendwie so ein bisschen aus.
Es wurde uns ja mal gesagt, dass das Kanalisationssystem unter der kompletten Stadt wohl... Oh nein. Unter der kompletten Stadt langführt. Und wir von da aus, beziehungsweise von egal was für einem Eingang, überall hin könnten. Immer mal so ein bisschen mit auf die Karte gucken, wenn wir irgendwas durchsuchen. Wo zum Teufel bist du? Auf der Suche nach Sarah? Verdammt, worauf wartest du? Bin ja immer noch der guten Hoffnung, dass wir irgendwo etwas finden, wo wir Munition kaufen oder herstellen können. Weil sonst ist die Waffe ja relativ unbrauchbar, muss ich sagen. Aber das werden wir wohl schon noch früh genug rausfinden. Da ist schon wieder so ein Albtraum. Haben wir noch Böller? Nein, natürlich nicht. Die brauchen wir jetzt natürlich. Wir haben noch Böller. Ich wusste es doch. Sonst kommen wir ja an denen niemals vorbei, ohne dass die uns bemerken. Oh shit. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Die haben uns natürlich gesehen. Wo bin ich überhaupt? Nein, 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 bitte nicht, nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Ja. Wäre mir fast nicht aufgefallen, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Dankeschön, liebes Spiel. Sie sind tot. Wo sind wir jetzt? Sind wir nicht hier in dieser Werkstatt, wo wir dem Typen mal Geld abgezockt haben? Ja, die müssen uns ja richtig mögen. Keine Ahnung. Ja, wieder sind wir dabei, den Sarah zu retten. Wir gucken jetzt mal, was es hier so gibt. Hier muss es doch irgendwas geben. Laden, Blake, Sicherheitszone. Sicherheitszone, Herausforderung, Psycho. Klingt nicht so schön. Laden, da ist doch auch was. Vielleicht können wir da ja Munition kaufen. Das wird uns ja so weiterbringen. Hat sich jetzt, glaube ich, nicht so überzeugend angehört. Aber wird uns wirklich weiterbringen. Wenn man schon eine Waffe hat, dann muss man auch damit schießen. Hey, ich habe gerade eine Rabattaktion laufen. Du hast eine Rabattaktion laufen? Ja, dann gib uns doch mal was von deinem Zeug. So, was haben wir denn hier? Deutsche 9mm, deutsche 9mm Pistole. Ja, können wir uns nicht kaufen, ist zu teuer. Munition hat er wahrscheinlich nicht da. Dietrich, Klebeband, Böllermet, Gewehrmunition. Geil. Alle kaufen. Wir haben ja genug Kohle. Ja, das ist doch geil. Jetzt haben wir schon mal Munition. Die können wir natürlich dann in schwierigen Situationen direkt mal benutzen. Geil. Ja, die Waffe ist defekt, schon klar. Okay, wir haben jetzt natürlich nicht unendlich Munition. Das heißt, wir sollten selbst mit der Munition, die wir haben, etwas sparsamer umgehen. Aber wir können ja die Waffe bloß in wirklich schwierigen und kritischen Situationen verwenden, wo es wirklich nötig ist. Wenn wir von diesen Albträumen verfolgt werden, zum Beispiel. Ansonsten haben wir ja bis jetzt auch alles so hingekriegt. Mit einer schönen Axt in der Hand. Wo müssen wir denn jetzt hin hier? Gott sei Dank, der ist da unten. Wie weit ist es noch? Kannst gar nicht sehen. 170 Meter, ja. Hoffentlich werden wir diesmal... Oh, die sind ja überall. Wir leben noch, wir leben noch. Ich hoffe, das bleibt auch so.
Die sind schon wieder überall. Scheiße. Ja, er ist abgelenkt. Er ist abgelenkt. Bracken, der Stützpunkt ist abgeriegelt. Die Zugänge dicht. Glaube nicht, dass ich da reinkomme. Finde einen Weg. Jo, jetzt müssen wir... vielleicht, aber geh kein Risiko ein. Jetzt müssen wir auch noch... Die Viecher reißen sich sonst in Stücke. Müssen wir auch noch einen anderen Weg hier reinfinden. Ja, die Frage ist nur, woher? Können wir denn da einfach durch das Tor spazieren? Ich weiß nicht, die sehen uns doch bestimmt, oder? Nee, da können wir nicht rein. Kommen wir denn hier rein? Das sieht doch schon wieder so danach aus, als könnte man da hochklettern. Ja, top. Okay. Aha. Ich habe einen Eingang gefunden. Keine leichte Übung. Geh jetzt rein. Sei wachsam da drin. Viel Glück. Hoffentlich sehen die uns gar nicht. Wenn wir jetzt hier einfach mal ein bisschen über den rumspazieren. Hey, sieh mal da vorne! Oh nö, jetzt hat er uns doch gesehen, weil wir gesprungen sind oder wie? Der jetzt ewig? Nee, jetzt guckt er nicht mehr. Jetzt müssen wir auch noch darauf achten, dass die nicht in unsere Richtung gucken, wenn wir uns bewegen. Weil die uns sonst entdecken. Oh, das war knapp. Ja, hier oben dürfte uns ja jetzt eigentlich keiner mehr. Guckt weg! Guckt wieder weg! Guckt bitte wieder weg! Nein, hast du nicht. Du hast nichts gesehen. Hier ist alles so wie immer. Alles so wie immer. Ja, meine Hypnosefähigkeiten funktionieren anscheinend. Außer, dass wir gerade fast gestorben wären, haben die uns ja dann wenigstens doch nicht entdeckt. Klettern Sie auf das Dach. Ich bin dabei. Super, selbst auf dem Dach sind Leute. Oh. Nein! Doch, ja, das tat doch weh. Ja, doch, das tat weh. Bye, bye. Nichts drin, ja. Gut. Dann halt nicht. Vielleicht da was drin? Was Wertvolles? Nein! Natürlich nichts drin. Finden Sie den Eingang des Gebäudes. Ich versuch's. Und dabei natürlich nicht gesehen werden, was sich als relativ schwierig herausstellt. Was soll der Scheiß? Bleib liegen! Wem haben wir es gezeigt? Ich versuche jetzt immer so ein bisschen mehr auf die Karte zu gucken.
damit man so einen leichten Überblick hat. Ist das denn hier der Eingang? Ach so, das ist unser Wegpunkt, ja. Wo geht es denn jetzt rein? Ja, toll, der hat uns jetzt natürlich gesehen. Hier können wir rein. Dann brauchen wir auch gar nicht mit dem kämpfen, das ist unnötig. Warum auch? Ais Schläger haben Zera entführt, seinen Anhänger geplündert und seine komplette Ausrüstung gestohlen. Darunter auch die Forschungspakete, sofern Zera sie bereits vorbereitet hatte. Ich muss ihn finden. Werden wir. Ich finden den schon. Wenn wir dabei draufgehen. Jetzt rufen wir natürlich sofort erstmal an. Hallo Mama, Crane, wir haben... Ich könnte gerade wirklich Hilfe vom GRE gebrauchen. Zu schade, Crane. Hier spricht das Verteidigungsministerium. Wie? Was geht da vor? Was ist mit dem GRE? Die Einflussnahme durch den GRE wurde reduziert. Wir haben die Führung übernommen und Haran zur Zielzone der Stufe 1 erklärt. Warten Sie, warten Sie! Sie können nicht einfach ein Flächenbombardement durchführen. Es gibt hier noch hunderte unschuldiger Zivilisten. Vielleicht tausende. Irrelevant. Es geht hier um die Sicherheit von Milliarden. Das verstehen Sie doch sicherlich. Okay, okay, hören Sie zu. Ein Wissenschaftler namens Zera arbeitet hier in Haran an einem Heilmittel. Er steht kurz vor einem Durchbruch. Wenn Sie die Stadt bombardieren... Verstanden. Unwahrscheinlich, dass dieser Wissenschaftler wirklich nützliche Erkenntnisse vorzuweisen hat, aber... Sie haben 48 Stunden. Oh, großzügig! 48 Stunden, bis wir alle weggebombt werden. Wir haben gerade Wurfmesser gefunden. Ich weiß nicht, inwiefern die uns nützen oder wie gut die sind. Aber erstmal müssen wir jetzt sowieso gucken, wo wir hier genau gelandet sind und inwiefern wir hier nicht alleine sind. Zigaretten kann man gut verkaufen, kann man auch rauchen. Kaffee, Chemikalien. Ne, die brauchen wir überhaupt nicht. Hier finden wir natürlich was zu essen. Lecker, lecker. Und da müssen wir hin. Bisschen Geld noch. Hier ist natürlich nichts mehr los. Seitdem wir hier einmal waren, ist das wie leergefegt. Die warten wahrscheinlich auf uns. Ich sehe das schon kommen. Die stehen jetzt genau hier hinter der Tür. Nee, das ist ein Aufzug. Ist das ein Aufzug? Ist es wirklich ein Aufzug? Oder stehen im Aufzug und warten auf uns? Mist, kaputt. Vielleicht kann ich ihn aufstemmen. Abbrecher! Ja. Ja, super. Was machen wir denn jetzt? Klar, einfach runterspringen war keine Option. Wenigstens werden wir darauf hingewiesen, dass wir gestorben sind. Ja. Der Aufzug war defekt. Bis dahin können wir ja jetzt wenigstens schon mal laufen. Das wissen wir ja alles schon. Was zum Teufel sollen wir denn jetzt hier tun? Oh ja, wir können einfach... Na bitte. Okay, jetzt sind wir gerade gestorben und haben dann noch na bitte gesagt. Als wäre es das, was wir wollten? Wahrscheinlich. Nein, also wir wissen jetzt, wir können auf jeden Fall die Seile runterrutschen. Ohne Handschuhe, tut nicht weh. Metall-Stahlseile, nein, tut nicht weh.
Das ist doch klasse. Ja, jetzt müssen wir hier natürlich auch aufstemmen. Machen wir auch. Ich möchte mich jetzt hier natürlich erst ein bisschen umgucken auch. Nicht, dass wir... Oh. Ich teste mal so ein Wurfmesser aus. Was soll der Scheiß? Ach so. Wir werfen dem ein Messer in den Hals. Und es interessiert ihn einfach nicht. Ja, dadurch haben wir uns jetzt wahrscheinlich verraten und jeder weiß, wo wir sind. Beziehungsweise jeder weiß, dass wir da sind. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Warum nicht noch mehr Krach machen? Wir haben ja Granaten. Dann, wenn wir schon Krach machen... Der überlebt das. Und brennt. Der läuft brennend auf mich zu. Das interessiert ihn einfach nicht. Hast du noch eine Granate überlebt? Nein, die hat er nicht mehr überlebt. Das hätte mich auch stark gewundert. Ja, aber er hat an einem Heim mit. Dann halt zwei mit einem Streich. Ne, er läuft immer noch. Nagelbeil. Boah, die Waffen werden immer besser. Natürlich nichts gegen unsere Waffe. Die, wenn wir sie benutzt hätten, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Klinge und Klebeband, immer gut. Med-Kit-Paket. Geil. Das ist wahrscheinlich so ein aufgemotztes Med-Kit. Was die hier nicht auch alles haben. Warum haben wir das alles gar nicht? Da im Turm. So, erstmal ein bisschen Medikit nehmen. Kann nicht schaden. Jetzt haben wir durch unser Update quasi schon 150 Leben. Das ist super. Hier finden wir wieder einiges. Alkohol, Metallteile und ein paar Messer. Noch ein Messer. Die werfen das hier wahrscheinlich zum zu Trainingszwecken selber durch die Gegend. Alter Freund, wo steckst du denn? Da steht noch einer. Schnur und Nägel. So, jetzt müssen wir wieder die Wurfmesser ausrüsten. Und ihm in den Hals werfen. Nachdem wir diesen Raum hier kontrolliert haben. War gerade ein Grafikfehler, vermute ich. Das sieht aus wie so ein Trainingsraum mit einem armen Teddybär. Sollte der Teddybär das Ziel sein, haben sie es verfehlt. Da saß doch unser Freund Karim, oder? Oh, da steht einer. In den Kopf. Unsere Wurfmesser nehmen wir wieder mit. Dankeschön. Wir haben noch drei geworfen, oder? Was war das denn jetzt? Der ist ja noch besser. Bracken, keine Spur von Sarah. Das Gebäude scheint verlassen zu sein. Ja, hier ist keiner mehr. Es gibt eine unterirdische Ebene. Vielleicht ist er dort. Pistolenmunition voll.
Voll? Wir haben gar keine Pistole. Schloss knacken schwer. Probieren wir doch mal unser Glück. So schwer war es jetzt auch nicht. Oh, schön. Edelsteine, sehr wertvoll. Hier können wir nicht rein, okay. Ja, Pistolenmunition, klar, ist voll. Jetzt müssen wir gucken, wie wir nach unten kommen. Wahrscheinlich wieder hier. Doch nicht? Wie kommen wir denn jetzt runter? Ach, durchs Treppenhaus, ne? Hier war ja... Ich meine, hier war ja ein Treppenhaus. Ja, aber weiter runter geht das gar nicht. Wo kommen wir denn... Suchen Sie nach Dr. Zara, ja. Shop. Eine untere Ebene. Irgendwo ein Loch im Boden, durch das sie geflüchtet sind vielleicht? Ach, hier geht's ja auch noch lang. No Signal. Austauschen! Deutsche 9mm Pistole. Wir haben aber auch ein Glück heute. Da, das tauschen wir doch mal gegen dieses kaputte. Super. Ja. Das ist ja der Hammer. Wobei das, was wir haben, besser ist als... Aber wir können das gegen das austauschen. Dann haben wir ja quasi zwei Hauptwaffen, eine Pistole und ein schönes Hackebeil. Gewehrmunition ist voll, alles voll. Jetzt sind wir natürlich voll ausgestattet. Also jetzt müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Überhaupt nicht. Hier ist das doch. Hier geht's doch nach unten. Jetzt habe ich es mir doch gedacht. Mal gucken, ob wir das mit der Pistole schaffen. Anschleichen, anschleichen, Kopfschuss. Das war leicht. Oh, der hat ja auch so eine Waffe. Wir schaffen das mit der Pistole. Ich spüre das. So schlecht sind Pistolen gar nicht. Außer man hat es mit mehreren Gegnern, die Waffen zu tun, die Waffen haben zu tun. Komm schon. Bam! In den Kopf. Jetzt wird's so langsam interessant. Doktor, wir finden die... Ei, 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 ei. Okay, wir sollten umrüsten. Die kriegen einfach... Weiß ich nicht, wie viele Kugeln ab und das interessiert die nicht. Ich will nicht schreien. Ist schon was anderes als mit Äxten um sich zu schlagen. Laute Geräusche ziehen gefährliche Befallene an. Super! Stopp ihn, bevor er wieder weglaufen kann. Einer noch. Komm schon, mein Freund. Hier bist du doch. Man kann nie genug draufhalten. Oh! Hier ist er wieder nicht.
Da sollen wir hin. Wer ist da? Da ist er! Wir haben ihn gefunden! Ruhig, Doktor, ich bin's. Crane, Gott sei Dank. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben. Ihnen passiert nichts, Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg und sprechen Sie leiser. Oh, ja, natürlich. Aber verstehen Sie, ich spüre, dass das nicht gut ist. Dr. Camden braucht sie. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen, aber sie war gerade zur Stelle und da es eilte... Nicht gut! Nicht gut! Gar nicht gut. Eine Prise falscher Hoffnung und schon gibt der Herr Doktor seine Geheimnisse preis. Spürt den Skorpion auf, mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Was soll mit denen geschehen? Sie werden sie niemals finden. Niemals. Und ich sage Ihnen nichts. Von mir erfahren Sie gar nichts. Es geht mir nicht darum, Sie zum Reden zu bringen, sondern darum, Sie von der Flucht abzuhalten. Du sadistisches Arschloch, er ist ein alter Mann. Kümmert euch um sein Knie. Und bringt Crane zur Grube. Oh, jetzt haben wir uns gerade so schön die Waffen verdient und jetzt nehmen sie uns wahrscheinlich die Waffen wieder weg. Ich konnte Sarah ausfindig machen, aber als wir uns auf den Weg zurück zum Turm machen wollten, wurden wir von Rais Männern überwältigt. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Doktor und mir vorhaben. Scheiße. Glaub's nicht. Ach Mann. Richtet ihn auf! Oh Mist. Doktor. Du schleichst dich ein, wie eine Schlange im Gras. Crane, in einer Stadt der Lügen. Bist du der größte Lügner von allen? Wovon redest du? Sag's schon, du Hund! Ja, Kontrollverlust. Eine typisch amerikanische Eigenschaft. Falls ich... Nicht übel. Aua! Was ist denn mit ihm los? Schaff die Leichen weg. Crane bleibt. Ja, Sir. Ja, geil, wir sind in der Arena. Oh, das ist nicht schön. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal ganz schnell für diese Folge, sonst wird das wirklich eine sehr, sehr lange Folge. Und machen genau hier in der nächsten Folge weiter, genau in dieser Ecke. Und, ja, das, also jetzt so langsam fängt es wirklich an, interessant zu werden. Ja, aber mehr dazu in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, dass wir diese Arena hier oder die Grube, wie er sie nennt, dass wir die heil verlassen und dann vielleicht sogar den Doktor und mich retten können. Machen wir so. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.